In den Star Wars Filmen, aber gerade auch in The Clone Wars, sehen wir, wie die Separatisten mit den unterschiedlichsten Waffen und Fahrzeugen herumexperimentierten. Heute stelle ich euch mal ein Fahrzeug der Separatisten vor, welches ziemlich obskur, aber gleichzeitig auch echt episch ist. Der Atmosphären-Dreadnought der Conqueror-Klasse der Separatisten. Wobei der Name Dreadnought hier irreführend ist. Denn Dreadnoughts waren eigentlich Raumschiffe mit einer Länge von über 5 Kilometern. Also so etwas wie die Executor von Darth Vader. Dieser Atmosphären-Dreadnought der Conqueror-Klasse war aber noch lange nicht so groß. Aber der andere Teil des Namens stimmt. Denn dieses Fahrzeug war für den Einsatz innerhalb der Atmosphäre eines Planeten gedacht. Deswegen bewegte sich diese große Plattform auch nur durch Repulsorlifte vorwärts. Im Prinzip war dieser Atmosphären-Dreadnought der Conqueror-Klasse eine riesige, mobile Waffenplattform. Fast zylindrisch war dieses Fahrzeug mit dutzenden Laserkanonen an seinen Seiten und an seiner Oberseite bewaffnet. Gleichzeitig aber auch so stark gepanzert, dass normale Bewaffnung von Sternjägern diesen Fahrzeugen nichts anhaben konnte. So konnten diese Plattformen der Conqueror-Klasse gut gegen Planeten im Outer Rim eingesetzt werden, die selber keine große Verteidigung aufweisen konnten. Diese Atmosphären-Dreadnoughts an sich waren relativ teuer zu produzieren und auch in der Instandhaltung nicht gerade günstig. Doch es reichten gerade mal 2 Kampfdroiden-Piloten aus, um das Schiff zu fliegen. Während es an der Außenseite mit einer Menge Waffen bestückt war, hatte es innen noch viel Platz für weitere Kampfdroiden und konnte so auch gut als Truppentransporter eingesetzt werden. Wie viele Kampfdroiden es mit in die Schlacht nehmen konnte, wissen wir genauso wenig wie seine Größe. Wenn wir uns aber mal dieses Bild hier anschauen, sehen wir dort einen Sternjäger der Delta 7 Aether Sprite Klasse. Von diesem wissen wir, dass er 8 Meter lang ist. Wenn wir uns diesen mal nehmen und an den Atmosphären-Dreadnought legen, sieht es so aus, als wäre der Durchmesser des Dreadnoughts genau 2-mal so groß wie der Aether Sprite lang, also 16 Meter. Klar, die Perspektive hier ist falsch. Deshalb geht die Rechnung nicht zu 100% auf. Er könnte also auch 12 oder 22 Meter im Durchmesser sein. Aber nehmen wir hier mal 16 als Richtwert. Vom MTT her wissen wir, dass dieser 112 B1 Kampfdroiden oder 12 Superkampfdroiden mit in den Kampf führen konnte. Und dieser war in Legends mit einer Länge von 31 Metern fast doppelt so lang wie dieser Atmosphären-Dreadnought. Das heißt, dass dieser vermutlich 56 B1 Kampfdroiden oder 6 Superkampfdroiden mit sich führen konnte. Wobei dieser natürlich auch noch höher ist als ein MTT, also könnten es auch ein paar mehr Droiden sein. Aber das ist mir noch zu ungenau. Nehmen wir mal dieses Bild hier. Da können wir auf dem Atmosphären-Dreadnought ganz genau einige Figuren erkennen, die vermutlich alle B1 Kampfdroiden sind. Nehmen wir uns jetzt mal einen Kampfdroiden in der Größe und versuchen ihn um das Teil herumzuspannen, kommen wir circa auf einen Durchmesser von 29 B1 Kampfdroiden. Da ein B1 Kampfdroide 1,93 Meter groß ist, wäre das ein Durchmesser von fast 56 Metern. Das würde Platz für knapp 200 Kampfdroiden oder 20 B2 Superkampfdroiden machen. Also liegt der Wert vermutlich irgendwo dazwischen. So oder so wissen wir, dass diese Dinger ziemlich unzerstörbar waren, wenn es um leichte Waffen ging, und somit ohne Probleme 56 bis 200 Kampfdroiden in die Schlacht bringen konnten. Gleichzeitig waren ihre Waffen stark genug, um Infanterie großen Schaden zufügen zu können und Sternjäger leicht vernichten zu können. Und wir wissen sogar von einer Schlacht, in der diese atmosphärischen Dreadnoughts eingesetzt wurden. 5 Monate nach der Schlacht von Geonosis wollten die Separatisten in die Expansionsregionen vordringen und hatten sich da den Planeten Terrasul ausgesucht. Dafür sandten sie 36 dieser Atmosphären-Dreadnoughts der Conqueror-Klasse zusammen mit einigen Vulture-Droiden auf den Planeten, mit dem Ziel, die Oberfläche des Planeten zu zerstören. Warum, wissen wir nicht genau. Aber vielleicht dachten sie, dass sie die lästige Bevölkerung zunächst ausschalten müssten, um dort bleiben zu können oder um in dem Sektor ihre Ruhe zu haben. Von dem Angriff bekam auch die Jedi früh genug Wind, weshalb Obi-Wan Kenobi und dessen Padawan Anakin Skywalker ausgesandt wurden, um der Miliz Terrasuls gegen den Angriff der Separatisten zu helfen. Und diese Hilfe hatte die Miliz auch bitter nötig. Ihre Sternjäger konnten nichts gegen die Atmosphären-Dreadnoughts ausrichten und sie waren nicht gut genug trainiert, weshalb auch die Vulture-Droiden zu einem Problem wurden.
Obi-Wan und Anakin unterstützten die Miliz von ihren Aether-Sprite-Sternjägern aus, mussten aber leider feststellen, dass auch ihre Waffen nichts gegen die großen Schiffe ausrichten konnten. Also beschloss Obi-Wan, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Er sprang aus seinem Sternjäger auf die Plattform eines der Dreadnoughts mit dem Ziel, die Kontrolle über den Dreadnought zu erlangen. Währenddessen versuchte Anakin mit seinem Jäger weiterhin gegen die Vulture-Droiden zu kämpfen. Doch ein Treffer an seinem Schiff zwang auch ihn zu einer Bruchlandung auf einem der großen Conqueror-Schiffe. Obi-Wan schaffte es, eins der Schiffe von Droiden zu befreien und das Schiff schließlich gegen die anderen feuern zu lassen. Als er bemerkte, dass die Separatisten eine Menge an Raketen aus dem Orbit geschossen hatten, um die Planetenoberfläche zu vernichten. Da er selber in seiner Position nichts dagegen ausrichten konnte, informierte er Anakin darüber. Dieser versuchte zunächst, die Raketen auf der Plattform eines der Dreadnoughts mit seinem Lichtschwert abzuwehren, entschloss sich schließlich allerdings dazu, einen anderen Dreadnought einfach mit der Macht zu packen und zwischen die Raketen und deren Ziel zu stellen. Wodurch dann schließlich sowohl die Plattform wie auch die Raketen vernichtet wurden. So schafften es Obi-Wan und Anakin zusammen mit der Miliz von Terrasul, die Separatisten zurückzuschlagen und alle Atmosphären-Dreadnoughts der Conqueror-Klasse zu besiegen. Bisher haben wir auch keine Informationen, ob diese großen Waffenplattformen danach oder davor noch einmal eingesetzt wurden. Wie bei so vielen anderen Waffen, Fahrzeugen und Technologien der Separatisten ist es aber wahrscheinlich, dass sie danach nicht noch einmal eingesetzt wurden. Wenn ihr wollt, dass ich darüber, warum die Separatisten eigentlich so viele Technologien und Waffen nur einmal einsetzten, ein Video machen soll, lasst mir einen Daumen nach oben da und schreibt es mir unten in die Kommentare, damit ich weiß, dass da Interesse bei euch besteht. Aber was sagt ihr generell? Wie findet ihr diese Atmosphären-Dreadnoughts der Conqueror-Klasse? Schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Und damit kommen wir jetzt wie immer zur Frage aus der Community. Heute mal von Fanbasis. Die Frage lautet: Warum flogen in Episode 8 nach der Zerstörung des Dreadnoughts alle Sternjäger des Widerstands in den Hangar der Radus, bevor diese in den Hyperraum sprangen? Denn die Sternjäger haben doch einen Hyperraumantrieb, mit dem sie auch alleine in den Hyperraum springen können. Allgemein frage ich mich, wieso die Großkampfschiffe der Rebellen überhaupt einen Hangar haben, wenn deren Sternjäger auch von alleine in den Hyperraum springen können. Wäre cool, wenn du meine Fragen beantworten könntest. Na klar kann ich das und deswegen mache ich das jetzt auch. Also zunächst mal, warum haben Schiffe der Rebellen und des Widerstandes überhaupt Hangars? Das hat mehrere Gründe. Zum einen können die natürlich auch Schiffe mit sich führen, die keinen Hyperraumantrieb haben. Kleinere Shuttles oder vielleicht auch zivile Schiffe von Politikern, Befürwortern, Flüchtlingen und so weiter. Aber auch wenn die Schiffe Hyperraumantriebe haben, kann es von Vorteil sein, sie in den Hangar zu holen. Wenn man Truppen auf die Planetenoberfläche oder auf andere Schiffe bringt, ist es von Vorteil, sie in einem Hangar einsteigen lassen zu können, als nur über eine Luftschleuse. Und auch hochrangige Politiker oder Anführer der Rebellenallianz, mit denen man sich trifft, möchte man schnell auf seinem Schiff haben. Die müssen ja dann nicht eine längere Reise in ihren kleinen Sternjägern oder Shuttles verbringen, sondern in einer großen Kabine auf dem Schiff. Auch hier ist ein Hangar einfacher, als das Schiff außen andocken zu lassen. Und wenn wir hier nur auf Sternjäger eingehen? Da kann der Hyperraumantrieb im Gefecht kaputt gehen. Solche Sternjäger will man aber trotzdem mitnehmen, damit man sie reparieren kann. Alles andere wäre zu teuer. Und den Piloten will man ja auch nicht zurücklassen. Gleichzeitig können dann die Reparaturen direkt im Hangar durchgeführt werden. Und man muss natürlich noch bedenken, dass Hyperraumsprünge auch Energie bzw. Treibstoff kosten. Das heißt, es ist viel preisgünstiger, 12 bis 36 Jäger in seinen Hangars bei Hyperraumsprüngen mitzunehmen, als sie selber fliegen zu lassen. Das hätte dann auch noch den Nachteil, dass sie nach einem Sprung schon ordentlich Energie verbraucht haben, die dann vielleicht in einem anstehenden Kampf fehlt. Also ist es immer schlauer, Jäger mit in einem Hangar mitzunehmen, wenn man die Möglichkeit hat. Es sei denn, man weiß, dass man, wenn man aus dem Hyperraum kommt, direkt in Kampfhandlungen verstrickt sein wird. Dann kann es doch von Nutzen sein, die Jäger selber springen zu lassen, da sie dann nicht erst vom Hangar aus starten müssen. Das erklärt dann in Episode 8, aber trotzdem nicht, warum die Jäger der Radus nicht sofort gestartet werden, als der Widerstand bemerkt, dass sie noch immer verfolgt werden. Denn dann hätten sich die Jäger ja durchaus noch gegen die Jäger der Ersten Ordnung wehren können. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, haut sie mit dem Hashtag FragSWB hier unten in die Kommentare. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat.
Und wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, wie sich die Kampfdroiden der Separatisten im Laufe der Jahre entwickelt haben, schaut mal hier in das Video rein. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!